Hallöchen, heute zeige ich euch all meine Team Fortress Sachen, Items. Die meisten haben halt geschenkt bekommen, aber auch ein paar. Ich fange an mit dieser Sniper, mit diesem Helm, ich mache jetzt schnell den Gang. Sölder, irgendwas. Hier sind das Sniper, das sind gut, Lebkuchen, so Raketenwerfer, Graben, Gleichschnitt, keine Ahnung, Main-Tech, Bescherer-Teil, dann ist es Nahkampf. Laserpistole. Keine Ahnung, Schrotflinte. Dieses Teil. Schrotflinte. Farben. Helm. Rettungs. Irgendwas. Das ist Main Tech. Schrotflinte. Minigun. Atomic Gun, wieder so ein Fressmücker. Farbe. Ein Helm. So eine Weihnachtsmütze, so ein EKG irgendwas, so ein Falken, so ein komisches Teil zum Drehen, dann hier so ein Mantel, so ein Headcrab, der ist rot, keine Ahnung, dann hier sowas, dann so eine, die habe ich hergestellt, habe ich noch so ein Kostüm, sowas, so ein komischen Hut, kurzen Angriff, ein Ticket, zwei und so Nahkampfwaffen. Das ist zwei habe ich das Flammenwerfer und alles. Und dann so ein Airbag, Schwert, Kisten, Maschinenpistolen, Pistolen, wie Raketenwerfer. So ein komisches Teil. Brot? Was ist das? Hier so eine Cola, so eine Hand, Wichtelohren. Hier kann ich das Leben sehen. So eine komische gefleckte Hose. Aber, weil ich mich frage, bei der Hose vom Community Markt verkaufen. Das ist so komisch. 10 Cent, 20 Euro, 14, 6, 13. 65? 10 Cent? Hä? 7 Euro? 37? 20? Manchmal ist die Ultra viel wert und meistens ist sie nur Cent wert. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab diese Hose hergestellt. Oder aus einer Kiste gesungen. Ja, aus einer Kiste gesungen. Das war krass. Ja, da waren gleich all meine Items. Hab ich noch hier so ein komisches... Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall toll. Marang, ich bin neu in das Spiel, Marang ist ultra schlecht. Aber ich habe, glaube ich, ein paar ganz okay Sachen. Zum Beispiel die Hose oder den roten Headcrab. Wie die heißen. Das war's mit dem Video.